Hallo und herzlich willkommen bei Divi Dividende, dem Kanal für Einkommensinvestoren. Heute stelle ich euch keine Aktie aus meinem persönlichen Dividendendepot vor, sondern einen REIT, den ich persönlich sehr interessant finde und deshalb auch auf meiner Watchlist habe. Dieser REIT ist heute Welltower. Welltower ist ein US-amerikanisches Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Gesundheitsimmobilien und ist in diesem Bereich eines der bedeutendsten Unternehmen. Welltower wurde 1970 gegründet und investiert mit Eigenkapital und Fremdkapital direkt in Altenheime, Langzeitpflegeeinrichtungen und in ambulante Ärztezentren und vermietet diese dann an die entsprechenden Betreiber weiter. Im Portfolio von Welltower befinden sich über 1500 Immobilien, die in den USA, Kanada und in Großbritannien stationiert sind. Grundsätzlich kann man das Geschäftsmodell als gering zyklisch und defensiv bezeichnen, da an der Gesundheit in der Regel als letztes gespart wird. Zur Peer Group im Healthcare-Sektor gehören unter anderem Sabra und Omega Healthcare, die eine deutlich höhere Dividendenrendite aufweisen. Das liegt daran, dass beide eine deutlich höhere Abhängigkeit bei den Umsätzen von den staatlichen Leistungen haben und sie somit sehr anfällig für politische Maßnahmen sind. Welltower hingegen bezieht 94% seiner Umsätze von selbstzahlenden Patienten, was Souveränität und Stabilität bringt. Der Anteil an selbstzahlenden Kunden wurde in den letzten Jahren sukzessive erhöht. Da ich im Allgemeinen die Zukunft der Vereinigten Staaten als positiv einschätze, gehe ich davon aus, dass viele der Amerikaner es sich auch in Zukunft leisten können werden, für ihre Behandlungen selbst aufzukommen. Die Ausschüttungsquote von den Funds from Operations liegt bei komfortablen 86%, was Spielraum für das Ausgleichen von Ausfällen einzelner Mieter ermöglicht oder auch Dividendenanhebungen zulässt. Mit gut 4,5% ist die Dividendenrendite zwar nicht übermäßig hoch, aber in dem Fall zahlt man für die Qualität eben einen entsprechenden Preis. Sollten einige Quartale mal weniger gut sein oder die Wirtschaft im Allgemeinen schwächeln, kann man sich hier aber bestimmt noch bessere Renditen sichern. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Welltower um einen Real Estate Investment Trust, was bedeutet, dass man 90% seines Gewinns ausschütten muss, aber dafür auf Unternehmensseite von der Steuer befreit ist. Das ist natürlich positiv für uns als Einkommensinvestoren, da mehr von den Erträgen für uns bei den Dividenden übrig bleibt. Mit 30 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung handelt es sich bei Welltower um einen großen Equity REIT. Kommen wir jetzt zu den Segmenten bzw. zu der Diversifikation über verschiedene Immobilienarten hinweg. In dieser Grafik sehen wir jetzt die verschiedenen Immobilienarten mit ihrem Anteil an den Erträgen. Mit 66% sehen wir eine deutliche Übergewichtung des Senior Living Bereichs. Dieser Anteil wird seit Jahren gesteigert, weil das Management hier besonders stabile Cashflows erwartet. Man kann das Ganze jetzt natürlich als Klumpenrisiko sehen, aber meiner Meinung nach ist so eine Übergewichtung in einem allgemein sehr defensiven Bereich kaum problematisch. Die drei anderen Immobilienarten nehmen insgesamt nur 44% ein. Damit ist man aber immer noch deutlich besser diversifiziert als zum Beispiel Omega Healthcare. Und Welltower hält sich auch erfreulicherweise aus dem margenschwachen Skilled Nurse Facility Bereich heraus. Kommen wir jetzt zur Dividende. In der Grafik können wir jetzt die Dividenden sehen, die Welltower seit 1995 quartalsweise zahlt. Es ist erkennbar, dass Welltower eine sehr konsistente Dividendenpolitik verfolgt, mit regelmäßigen, leichten Erhöhungen, um langfristig mindestens die Inflation auszugleichen. Das, was in 2006 wie eine Halbierung von zwei Zahlungen aussieht, ist lediglich eine Aufteilung einer Quartalsdividende in zwei Tranchen. An dieser Stelle sehen wir schon einmal die besondere Qualität von Welltower, denn nicht viele Unternehmen weisen einen solchen Track Record auf. Hier erwarte ich langfristig wieder steigende Anhebungen, da es in den nächsten Jahren wieder mehr potenzielle Patienten gibt aufgrund der alternden US-Bevölkerung. Kommen wir jetzt noch zum Chart. Ähnlich wie bei den Dividenden erkennt man im Chart ein langsames, kontinuierliches Wachstum, aber seit 2013 haben wir eine Stagnation im Kurs auf hohem Niveau. Des Weiteren kann man feststellen, dass der Kurs passend zum defensiven Geschäftsmodell
nicht besonders volatil ist und auch in der Finanzkrise war der Drawdown unterdurchschnittlich. Das ist natürlich erfreulich, aber auch nicht zwingend erforderlich, weil es uns als Einkommensinvestoren ja in erster Linie um stabile Zahlungsströme geht. Kommen wir jetzt noch zur Gewichtung. Ich bin ja aktuell nicht in Welltower investiert, aber könnte mir durchaus vorstellen, bei günstigeren Kursen hier eine Position von bis zu 5% meines Gesamtdepotvolumens aufzubauen, weil es sich bei Welltower um ein Unternehmen mit besonderer Qualität handelt. Ähnlich wie Main Street Capital im BDC-Bereich ist Welltower meiner Meinung nach eines der Top-Unternehmen im Healthcare-Bereich, was zudem noch geografische Diversifikation bietet. Bei Welltower kommen defensive Einkommensinvestoren voll auf ihre Kosten und haben aufgrund der US-Demografie beste Aussichten auf Dividendenanhebungen. Für offensive Investoren kann Welltower eine interessante Beimischung sein, die eine stabilisierende Wirkung auf das Gesamtdepot hat. Das war es jetzt erstmal zu Welltower. Das Ganze war jetzt natürlich keine Anlageberatung, keine Steuerberatung oder Aktienempfehlung. Außerdem erhebe ich trotz bestem Wissen und Gewissen keinen Anspruch auf Richtigkeit der hier gebotenen Daten. Das ist alles nur meine persönliche Meinung und jeder sollte sich auf Grundlage einer eigenen Recherche sich seine eigene Meinung bilden. Das war es jetzt erstmal von mir und ansonsten hören wir uns dann wieder, wenn ich wieder interessante Werte für Einkommensinvestoren vorstelle. Bis bald.